Blub blub, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Ja, da sind wir wieder. Eine neue schöne Folge. Und mal gucken, was wir diese Folge machen. Ich habe noch gar keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt einfach mal spontan entschieden, sie später als sonst aufzunehmen. Wir haben nicht mehr viel Seelen. Wartet mal, ich habe aber, glaube ich, was gemacht, meine ich. Ich habe auch gestern übrigens wieder mal mit Bruger aufgenommen. Das ist auch ganz schön. Gestern wird für euch dann wahrscheinlich in einigen Wochen sein. Aber, naja, also vor einigen Wochen in dem Sinne. Warte mal, wo habe ich es denn? Nee. Ah. Ja, wir haben... Nee, ich glaube, den hatten wir schon länger, oder? Die Seelensperre. Na gut. Egal. Soll uns jetzt mal wurscht sein. Wir gehen jetzt mal weiter. Was mir gesagt wurde, ist, dass von der Skorpionin Nashka den Zauber, den wir machen können, der eigentlich ganz gut sein soll. Von daher bin ich eigentlich geneigt, den mir mal zu holen. Aber das habe ich jetzt keine Seelen für. Also wenn ich Seelen habe, dann werden wir uns immer holen. Des Weiteren soll es, hat der Etokles mir gesagt, eine Glut geben. Und zwar nach dem Jägersheim, wenn man den Boss besiegt hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Gerippefürst ist. Laut John gibt es aber noch einen Boss. Ich schätze mal einfach in der Hölle der Untoten. Die will ich außerdem auch nochmal versuchen. Ich schätze einfach mal, dass der irgendwo im Erntetal ist. Die Glut. Und ich habe die einfach nicht gefunden. Müssen wir mal gucken. Ach ja, ich wollte auch noch 2000 Seelen sammeln für die Leiter runter in dieses Loch, in die Grube da. Die brauchen wir zwar nicht mehr unbedingt, aber ich hätte es trotzdem gerne der Vollständigkeit halber. Insofern sind ja nur 2000 Seelchen. Was haben wir noch zur Verfügung? Das Heiligengrab. Da habe ich das Gefühl, wird es ein bisschen kritisch. Ich schätze mal, dass es dort mit Fackeln sein muss. Was haben wir noch? Die Lichtsteinbucht, da könnten wir wahrscheinlich noch weitergehen. Die Türen des Pharos, da geht es nicht weiter. Aber ich habe gehört, da soll es noch eine Boss-Tür geben. Einen optionalen Boss, wo man zwei Pharos braucht. Zwei Pharos war jetzt Verkünder. Beim Schattenwald sind wir durch, soweit, okay. Ich würde ja gerne hier bei der Irdenspitze weitergehen. Und Irden heißt hier so viel wie Krut. Also wie bei kruden Waffen beim Dark Souls 1. Das hatte der Profiler gemeint. Also irdene Waffen sind krude Waffen, okay. Das heißt, sie sind einfach mehr auf physischen Schaden. Ich würde aber einfach... Ich würde gerne ins Heiligengrab gehen, Leute. Aber... Nee, ich glaube, wir gehen einfach nochmal in die untere Irdenspitze und schauen uns dort um. Moment mal, wo wollte ich vorher noch hin? Ja, die Hölle der Untoten würde ich gerne... Wir versuchen... Leute, heute versuchen wir nochmal in die Hölle der Untoten zu kommen und schauen einfach mal. Das war der falsche, aber... Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, denn ich meine, ich habe ja ein bisschen Punkte in Wille investiert. Ich hoffe, ich muss mal nachgucken, ob es 10 Stück waren. Von daher, weil... Hier saß doch der gute Kerl in dem Stuhl und den möchte ich natürlich zeigen. 7. Damn it! Okay, wir brauchen 10 Wille. Na gut, dann reisen wir doch erstmal in das andere... Feuer und Totenkerker. Nein, nicht dorthin. Ich will zum Brückenzugang. Denn von dort komme ich, glaube ich, ein bisschen schneller in die, oder sicherer in die Hölle der Untoten. Weil die Gegner nämlich so platziert ist, dass man dort lang sollte. Okay, ja, mal einen kleinen Überblick über die Situation bekommen. Übrigens auch nochmal Danke an Etokles und Thomas Datzmann. Fühlt euch beide mal hier gegrüßt. Denn die beiden haben mir erklärt, dass Santiers Speer doch gar nicht so nutzlos zu sein scheint. Warte mal, hab ich den nicht? Hab ich schon dabei, oder? Santier ist da. Da hatte ich ja schon mal was erwähnt, dass er vielleicht, also dass Bruger gemeint hatte, der wäre gut. Wenn man ihn erstmal zerstört, denn dieser Brocken da drauf kann anscheinend kaputt gehen. Und der hat 500 Haltbarkeit, also müssen einige Gegner damit weghauen, damit das funktioniert. Aber dann wäre das irgendwie, oder war es, wahrscheinlich vor dem letzten Patch, die wohl stärkste Waffe im ganzen Spiel, laut Thomas Datzmann. Also für ihn, die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Ich meine, das ist ja schon geil, ne? Allerdings bin ich halt überhaupt nicht darauf geskillt und ich denke mal, das wird eher, orangene Blüten, okay. Das wird eher von Belang sein, wenn ich jetzt mit Bruger das Together mache oder, entschuldigt. Ich möchte ja noch mit anderen Leuten ein Together machen, ja Leute. Und ich möchte das New Game Plus machen, weil ich da so viel ändern soll. Also eventuell, ich habe mir überlegt, der Profiler und ich, wir wollen ein Together machen zusammen. Warte mal, was soll ich nachgucken? Ich muss gerade mal ganz kurz überlegen, Leute, tut mir leid. Die orangenen Blüten, ne? Blutungsserum? Nein, nein, nein. Wo sind die orangenen Blüten jetzt hin? Ach so. Stärkt vorübergehend vor. Okay, 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 gut. Wir wollen ein Together zusammen machen. Der Profiler und ich. Und ich habe mir überlegt, weil der Chaos-Kater und ich, wir wollen auch noch ein Together machen. Er hat gemeint, ja, er hat zwar wenig Zeit, aber das könnte sich eventuell bald ändern.
Und da habe ich gemeint, ja gut, dann können wir ja nochmal was zusammen machen. Und er meinte, ja klar. Und Dark Souls 2 wäre halt so eine Sache, wäre halt ganz cool. Eventuell mache ich mit dem Profiler dann nämlich das Together im NG, einfach in einem New Game. Und mit dem Chaos Carter noch Together im New Game Plus. Also im Grunde nehme ich dann denselben Charakter, wie ich mit dem Profiler gespielt habe zusammen. Hier muss ich eigentlich nicht hin, aber ich wollte ihn einfach loswerden. Und werde dann im Grunde im... Wo sind die Typen? Ich weiß jetzt hier noch, welche sind mit Pfeilenbogen. Werde dann im Grunde im New Game Plus diesen Charakter weiterführen. Das wäre doch wieder mal spannend, oder? Ich meine, das wird dann auch wieder ganz viel zwischendrin sein und so, aber man wird ja so viel invasiert. Oder invadiert heißt es ja neuerdings. Ich weiß nicht warum, Leute. Also für mich macht invadiert echt keinen Sinn. Hatte mich der Chaos-Kader darauf hingewiesen, dass im Duden steht invadiert. Und das macht für mich keinen... Nee, also ich akzeptiere das irgendwie nicht, weil... Ich finde, das klingt für mich... Für mich persönlich klingt das nach einer Eindeutschung eines englischen Begriffs invaded. Und das finde ich total grauenvoll. Aber wirklich grausamst. Okay, wir müssen hier unten lang. Ah, ja genau. Ich habe nämlich letztens noch mal ein paar Parts von John und vom Bru habe ich einen gesehen. Leider nur einen, weil ich mich bei den anderen gespoilert hätte. Na komm, willst du wohl. Und ich habe jetzt auch ein bisschen mehr erfahren, was es bedeutet, wenn Licht ist und wenn nicht. Was es hier bedeutet. Ich versuche ihn jetzt mal so. Boah, guck mal, was der weghaut, ey. Aber ich hau ihm auch ganz schön was weg. Oh, oh. Nein. Ich bin schneller. Merkt ihr es? Ne? Schön lieb sein. Alle sollt ihr schön brav sein. Häftlingslumpen. Die werde ich garantiert nicht anprobieren. Wahrscheinlich nicht mal durch... Ja, komm doch durch. Können wir mal. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Warte mal, diese... Ah, diese Männchenmaske. Die fand ich auch interessant. Ich hatte so das Gefühl, dass die, Häftlingslumpen von eingesperrten Höhlen getragene Lumpen. Dies wurde ursprünglich wohl am Körper getragen. Bei dem Aussehen und seinem offensichtlichen Nutzen nach zu urteilen, ist dies bloß ein ramponierter Stofffetzen. Er trägt noch den Gestank einer Höhle in sich. Erhöht das Finden von Objekten. Auch? Ehrlich? Okay. Wie dieser eine Hut, den wir kaufen könnten. Werde ich mir beides nicht holen, weil ich finde es unsinnig. Ach, guck mal. Hallo. Na, mein Freund. Mach doch mal dein Scherzchen. Okay, ich wollte ihn eigentlich backstabben. Oh. Wie gemein, ey. Wie gemein. Na gut. Oh, wir haben genug für die Leiter. Das ist schon mal schön, wenn wir jetzt nach Majula zurückkehren könnten. Oh nein. Ja, habe ich Bock auf euch? Lass mal überlegen. Ganz sicher nicht. Ja, komm, mach deinen Sheet und jetzt bin ich dran. Nächster. Mit der Peitsche, du Heini. Ich will zur Hölle der Untoten und steht mir keiner im Weg, sag ich euch. Kein Mensch. Na komm. Und... Oh, manchmal funktioniert das, dass er auch nicht ganz hinter sein muss oder so. Das haben wir gestern auch nochmal gemerkt, Bruder und ich. Das ist ein bisschen, gerade im Online-Spiel, ziemlich buggy teilweise. Ich stand wirklich hinter dem Gegner und konnte nicht backstabben. Mehrfach. Und dann kommt der Bruger, steht vor ihm und macht einen Backstab. Und du denkst dir so, ja moin. Ne, ist schön. Kannst du mal machen. Kannst du mal machen, Freund. Ja, komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Du sollst doch lieb sein, habe ich gesagt. Das ist nicht lieb. Das ist Arsch. Zum Glück kann man die so schön staggern. Das gefällt mir so sehr. Gebossener roter Augapfel. Joa, brauche ich eben nie in meinem Leben. Komm her, du bist noch so ein Peitschen-Heini, ne? Ja, bist du. Dann staggern wir dich einfach mal so tot. Au. Ja, man sieht's, ich habe eine Rüstung an, da macht mir das Ding fast gar nichts. Weil es eine Peitsche ist. Und von daher, alles okay, alles gut. Machen wir mal eben so. So, jetzt kommt hier mein, ne? Den John direkt das erste Mal besiegt hat. Und ich habe mich im Stream so angestellt, Leute. Das ist so gemein. Gibt noch ein Loch, ich wusste es doch. Erst rechts, dann links. So. Aber wisst ihr was? Feige Magier-Taktik for the win. Komm her, mein Freund. Ich muss nimmer Lebensenergie auf refreshen wegen dir. Und bam! Und bam! So, mein Freund, Ende. Siehst du das, wie ein Magier das macht, mein Freund? So, hier soll auch noch was Schönes sein. Hier kann man ganz einfach rüberspringen, habe ich gehört. Oh, ist wirklich einfach. Guck. Super. Und hier soll was Schönes sein. Edler Knochenstaub! Ja, danke für die Info. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Etokles. Egal, wer es war, fühl dich gegrüßt. Fühl dich umarmt. Du bist toll. Gefällt mir gut. Hexer. Okay, nehmen wir mal das da.
wir wenigstens voll Lebensenergie haben. Ne, wir haben jetzt den Kerl besiegt und haben richtig Kohle gemacht. Ich will aber die auch nochmal haben. Hoffentlich kommt hier kein Boss. Ich wette, es kommt ein Boss. Oh Mann. Lass uns überraschen. Oh, ich hasse es. Oh, ich hasse es so sehr. Das ist aber cool. Oh nein, das ist ein großer Boss. Was tue ich mir hier eigentlich an? Ich werde so tot sein. Oh mein Gott. What? Wo muss ich denn hier lang? Ich brauche eine Kuhle. Gib mir eine Kuhle. Oh Gott, danke für die Kuhle. Das Ding mäht doch einfach alles nieder, was hier so lang... Ja, seht ihr? Mäht alles nieder. Okay, ich weiß gar nicht, wie das hier funktionieren soll, muss ich sagen. Das ist der Henkerswagen auch noch. Und ich werde verzaubert oder was? Nee, das ist das Skelett gewesen. Hat der Typ mich geballert? Ja, jetzt geht ihr aber drauf, ihr Viecher. Oh, wie dumm, ey. Ich bin so einem dummen Skelett gekillt worden. Ja, okay, Leute. Aber das werden wir jetzt nochmal versuchen. Dieser Henkerswagen, wie soll ich den denn töten? Mal ganz ehrlich. Aber das scheint auch wieder eine dieser großen alten Seelen zu sein. Diese uralten Seelen. Das ist cool. Die will ich unbedingt vernichten, dieses Vieh. Ja, wie komme ich jetzt schnell zu dem? Oh, das ist ja echt doof. Vielleicht hätte ich doch bei dem anderen Feuer sein sollen. Ich gehe mal hin. Nee, oder? Ja, aber ich komme zumindest schneller hin. Schneller ist irgendwie besser, ne? Ich will mal die Hexerurne ausprobieren. Hexereiurne. Damn it! Aber wenigstens dürfte das rote Phantom jetzt da weg sein. Das heißt, ich muss meine starken Pfeile nicht verschwenden. Oh ja, Finsternis Damage rockt. Sehr, sehr gut. Und komm her, mein Freund. So, erstmal einen ins Gesicht. Ihr, meine Freunde dort, mit den tollen Sicheln, könnt ihr mal. Komm her. Ja, komm, mach. Mach deinen Cheat. Was? Wie hat er sich denn so doof nur umgedreht, ey? Wow, wow, der war knapp. Hätte mich eigentlich noch treffen müssen, aber gut, ich bin froh, dass er es nicht gemacht hat. Ich überlege jetzt, wie kann man denn diesen Henkerswagen angehen? Das scheint mir ein Rätselboss zu sein, Leute. Erinnert mich so ein bisschen an Dark Souls 1, an das, ihr wisst schon, das Chaoswesen von Izalith, wo ich noch gar nicht bin im Let's Play. Wie kann man den am besten angehen, frage ich mich. Ich lasse diesen Weg auf jeden Fall drin, Leute, noch ein paar Mal, also macht euch keinen Kopf. Das muss drin sein. Nein, du sollst noch nicht runterkommen, ich will erst deine Freunde hier unten töten, die mir sonst nur wieder im Weg stehen würden. Ich sehe das doch kommen. Wie kann man den töten? Weil er ist ständig in Bewegung. Ich glaube kaum, dass ich ihn einfach mal im Vorbeifliegen anhauen kann. Im Gegenteil. Ah, ja, da hast du natürlich wieder was gerissen, mein Freund. Komm her. Und bam und bam. Ah, schön. Ich mag meine Kombos. Ich glaube wirklich kaum, dass man ihn damit anhauen kann. Was kann man also sonst tun? Ich muss mal da rum. Ich muss die Skelette fetzen und hoffe, dass sie nicht wiederbelebt werden von dem Ding. Ich laufe das nächste Mal erstmal durch. Ich laufe erstmal durch die Gegend und lasse ihn mal vorbei und dann laufe ich wieder ihm entgegen und so. Und gucke einfach mal. Ich muss mal gucken, mir so einen Überblick verschaffen von dem Vieh. Ja, komm, ist gut. Nein, jetzt kommt der andere auch gleich mit. Oh Gott, jetzt kommen drei. Ja, jetzt bin ich vielleicht tot. Oh Gott. Nein, nein, das war dumm. Oh, war das... Oh Gott, jetzt sind es wieder drei. What? Okay. So viel dazu, ich kann mir die aufheben. Oh, oh. Nein, nein, nein. Nicht mich töten. Lieb sein. Habe ich ja schon so oft gesagt, ihr sollt einfach nur mich töten. 10.000 Seelen mir. Okay, Leute, ich schneid's raus. Ich schneid's raus. Wir sehen uns beim Henkerswagen wieder. Bis dann. So, Leute, ich bin auf dem Weg noch ein paar Mal gestorben. Oh, Mann. So, wir machen die Uhr wieder an. Okay. Ich habe gedacht, ich könnte durchlaufen, aber die Viecher folgen einem echt bis hier vor die Türe. Das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. So, da ich jetzt eh noch nicht denke, ich könnte ihn besiegen. So, seht ihr, ich habe wieder einiges an Seelen gesammelt. Werde ich jetzt mich nicht menschlich machen. Werde jetzt einfach mal losgehen. Und, wow. Okay, Leute, bis gleich. Tschüss.
So, Leute, ich hoffe, ne? Jetzt wird ein bisschen schneller, also nicht so schnell gehen, sondern ein bisschen den Boss kennenlernen. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, wie ich einfach voll in den Abgrund springe? Okay. Mental Note, nicht rechts lang. Das wird kein First Try Boss, merkt ihr? Ja, wird's nicht. Ist hab. Dennoch. Wieso kommt der eigentlich da drüber? Das Vieh springt wahrscheinlich da einfach drüber. So, kommt her, ihr Skelette. Ich mach euch fertig. Ja, das wollte ich. Er sollte die Viecher erstmal für mich ein bisschen ansoften. Mach nur, komm. Und bitte nicht wiederbeleben, die Viecher, dankeschön. Jetzt mal machen. Boah, wir sind echt belebt hat wieder, die Säue. Seht ihr das? Okay, ich renn mal weiter. Oh, ich renn nicht weiter. Ich weiß nicht, wie viel Schaden mir das macht. Ich meine, den Skeletten macht es nicht viel, aber mir schon sicher. Okay. Hier gehen. Nächste Ecke. Ich glaube, man muss hier irgendwie nur durchkommen. Habe ich so das Gefühl. Nehmen wir mal mit. Oh, toll. Aha, du bist das, du Penner. So, Ende mit den Skeletten. Wenn ich das nächste Mal platt mache, ist es auch tot. Ich habe das Gefühl, man muss hier irgendwie nur durchkommen. Der Nekromant ist schon mal hinüber. Ich warte jetzt auch noch. Komm her. Ja, komm. Ist okay. Blödes Vieh. Okay, noch einer? Wie sind es auf einmal zwei? Okay. Also, die bringen mir keine Seelen ein. Das heißt, die werden trotzdem nochmal. Ja, wiederbelebt. Nein! Lasst mich in Ruhe! Mein Gott! Lasst euch zerhäckseln von dem Ding. Von dem Wagen des Henkers. Okay, lass mich in Ruhe. So, trinken. Oh mein Gott. Ah! Wieso stehst du hier? Hier muss noch ein Nekromant sein. Wer ist denn hier noch ein Nekromant? Also es kann nicht sein, dass der Henkerswagen die beschwört. Das ist wiederbelebt. Das habe ich irgendwie im Urin. Da kommt er schon wieder. Okay, weiter. Nehmen wir mit. Der braucht immer ein bisschen. Aha, hier ist der nächste Nekromant. So, Nekromantenschwein. Okay. Hier ist ein Hebel. Oh Gott, ich wette, jetzt beginnt der Kampf erst. Ich glaube, den habe ich zu früh gezogen. Ja. Ich fürchte schon. Aha. Ah, seht ihr das? Aha, damit macht man dem Ding Schaden. Oh, und ich kann... Oh, oh. Was? Was? Die Pferdchen! Okay. Oh, hat der mich getroffen. Ich hab geblockt, ne, Leute, wisst ihr. Wisst ihr Bescheid, ihr blöden Viecher? Okay, gib mir schnell den Trank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ja, Finsternis-Damage. Moin, können wir mal machen, ne? Puh, aber der macht gut Schaden. Okay, der hat ihm auch ein bisschen Schaden gemacht. Und der da auch. Oh, oh, warum habe ich ihn gewechselt? Ich wollte doch... Oh, scheiße. Trink und schnell weg. Nein, du machst jetzt nicht wieder so ein Mist, ne? Blödes Vieh. Oh, guck dir mal, was der für einen Schaden macht. Oh nein, ich renne noch in den nächsten rein. Okay, okay, trink was, mein Freund, trink was. Okay, und jetzt weg. Vor die Viecher wieder so ein scheiß Spein. Jo, speit doch, ihr blöden Viecher. Wut, wieso kommt das hier über die Seiten? Oh nein, nicht getroffen. Okay, und jetzt aber. Das ist der Henkerswagen, die Viecher. Okay. Ich würde sagen, einfach mal einen stärkeren und hauen dem mal eine rein. Ha! Nicht noch einen mitgeben, bitte. Okay, das ist gut, jetzt trink, schnell. Oh mein Gott, Leute, wir können den noch besiegen. Wenn er mich jetzt nicht fetzt. Okay, das war gut. Und komm, bam. So, du blödes Vieh. Ende Gelände.
Hölle der Untoten überstanden. Oh mein Gott, das war jetzt aber Nervenkitzel. Leute, ich habe mit Magie gemacht. Ja, es ist, aber ich hätte ihn auch im Nahkampf besiegen können. Es hätte wahrscheinlich nur noch 2 Versuche länger gedauert oder so. Es tut mir leid, aber puh, der war doch mal geil, oder? Der war mal richtig geil, Leute. So, und in der nächsten Folge schauen wir uns hier ein bisschen um, Leute. Bis dann. Ich freue mich auf euch. Tschüss.